Abfahrt 9:51 Uhr. Heute von Gleis 13. Hallo Leute, ich war neulich in Frankfurt gewesen. Eigentlich wollte ich nur zum Arzt, aber da haben wir gedacht, da wo wir schon in der Nähe sind, fahren wir mal zum Frankfurt Maisaal. Ne? Wer es kennt, kennt es halt. Und wer es nicht kennt, google mal. Ja, da bin ich so Kleinigkeiten einkaufen gegangen, also Markensachen, was Kosmetik angeht. Das ist ja ein Haul-Video und gleich zeige ich euch mal, was ich alles gekauft habe. Ne? Wir sind hier mit der Bahn gefahren und das mit dem Bahnfahren ist es so eine Sache, da werde ich vielleicht ein Video, einen separaten Video drehen. Ja, das sind so Kleinigkeiten vorgefallen. Ja, früher war das gar nicht so gewesen, aber naja, okay. Ich war halt wegen meiner Wirbelsäule bei der Arzt gewesen und das ist auch so eine Sache halt, ne? Ich habe ganz komische Schmerzen. Ja, das ist auch ein extra Video, sage ich mal. Ja, Gesundheit ist wichtig halt, ne? Ja, okay. Ich zeige euch mal meine T-Shirt. So, das ist so eine Pop-Up-T-Shirt. So sieht's aus. Und ja, passend zu meinem Hintergrund, oder? Ja, okay. Ich war bei der Sephora. Ich war bei Douglas und bei Douglas ging es ab. Da haben wir gedacht, da gehen wir sofort rein. Ne? Also, ich war zuerst bei der Sephora. Damit fange ich mal an. Und das ist hier diese schöne Tütchen. Ja, da habe ich gekauft diese schöne Pflegeset. Da ist Maske dabei, Reinigung, also Reinigungssachen und Pflegesachen sind dabei. Das wollte ich unbedingt mal ausprobieren wollen. Ja, dann dieser klassische Bronzer Hoola habe ich geholt. Das kennt ihr so einige. Da ist so eine schöne Pinselchen dabei. Diese Farbe ist so eine schöne kühle Ton. Ganz praktisch. Ich liebe diese Pappe Verpackung. Und das ist auch ein Mousse halt, ne? Das ist ein Primer. Das war auch alle gewesen. Wie gesagt, die gibt es hier leider nicht. Diese Sachen. Und dann von Sephora natürlich diese tolle Make-up. Diese Foundation ist ölfrei, eine Full Coverage und langanhaltend und was noch? Ja, was will man mehr, sage ich mal. Das ist die Farbe Bronze, nennt sich das. Und das hat einen matten Finish. Ganz toll. Was habe ich noch? Dann habe ich so eine Gratis. Diese schöne Pflege bekommen. Das ist ein Reinigungsöl. Das hatte ich auch noch nie gehabt. Also Reinigungsöl. Ich nehme normalerweise für gegen Mischhaut Reinigung, Gel oder so Creme. Dann, wo wir bei Douglas ankamen, ja, da ging es ab. Und da war eine DJ, hat aufgelegt und da waren Kundschaft. Damen und Herren, also Make-up-Artists oder Kosmetiker, die haben da die Leute geschminkt. Und dann sind wir reingegangen. Ich habe ein bisschen aufgenommen. So ein paar Sachen gekauft. Ja, da musste ich jetzt hier die Kathi und Susama schön begrüßen. Vielen herzlichen Dank. Die waren beide sehr nett. Wenn ihr da hingeht, würde ich euch echt raten,
bei denen sich beraten zu lassen. Das ist erstmal Susanne und die Kathi. Ich war zuerst bei der Kathi. Ich wollte mich umschauen. Da ist sie zu mir gekommen, ganz nett gefragt. Und dann hat sie mir das hier abgefüllt. Momentchen. Das ist jetzt Pro Longwear. So eine Pröbchen hat sie mir gegeben. Das habe ich noch nicht gehabt. Ich habe das leichte Foundation von MAC gehabt. Es geht um MAC. Also bei uns in Douglas gibt es leider so schöne Sachen nicht. So, es gibt schon gute Sachen, aber MAC und Sephora und so Urban Decay oder was noch, fällt mir jetzt nicht ein, aber gleich komme ich dazu. Ja, dann habe ich gedacht, ja, gehst du mal hin, schaust du bei MAC vorbei. Und die haben so verschiedene Ausstellungen gehabt. In dem Moment war die Kathi mit der Kundschaft beschäftigt gewesen. Die haben hier die Leute geschminkt. Und dann hat mich die Susama heißt sie, hat sie mich übernommen. Und dann hat sie mich weiterhin beraten. Ich kenne ja diese Produkte, aber das hier kannte ich nicht. Da hat sie mich das abgefüllt. Das ist die Studio Fix Fluid. Das ist auch so eine makellose, mattierende Ton und langanhaltend ölfrei. Für mich ist es ja wichtig, dass es mattierend ist und ölfrei ist. Ne? Werde ich ausprobieren. Also, Dankeschön, Kathi und Susanne und viel Erfolg weiterhin. Ja, dann habe ich Augenbrauenstift geholt. Dann hat sie mir das hier empfohlen, die Susanne. Das ist so eine Duo von MAC. Eine Seite ist das so mit dem, sage ich mal so, das ist für blondes Haar gedacht. Einmal zum Tupfen, zum Auffüllen. Und die andere Seite ist so richtig so spitzdünn zum auch Auffüllen, ne? Zum Nachzeichnen ist es. Sehr schön. Also sowas liebe ich. Das erleichtert unser Leben halt, sage ich mal. Dann habe ich dazu diese schöne Lippenstift gekauft. Das ist die Chili. Mache ich jetzt erstmal mit euch auf. Und das ist bestimmt sehr schöne Farbe. Ich habe die anderen Töne gehabt. Gleich habe ich sie. Es ist schön verpackt in so eine Tütchen. Gleich trage ich das mal auf. Sehr schöne Farbe. Ich liebe diese Farbe, so korallig. Und ja, und lass sich schön auftragen. Dachte ich mir schon, dass es so schöne Farbe ist. Ja, echt schön, gefällt mir. Ganz toll. Wer es schon benutzt hat, kann man gar nicht meckern. Und dann habe ich zusätzlich so eine schöne von MAC auch ebenfalls. Applikator hat es bestimmt. Ja, genau. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist so eine Concealer für unter dem Auge und zum Abdecken halt und langanhaltend. Riecht irgendwie sehr gut. Ah, das ist von Lippenstift bestimmt. Riecht sehr gut. Ja, dann habe ich so eine Fixing Spray gekauft. Das kennt bestimmt eine oder andere. Das ist ein Primer und zum Sprühen, zum Fixieren ist es. Gibt ein sehr gutes Gefühl. Und das wäre es schon mal von MAC. Ja, damit schminke ich mich mal mit als Full Face irgendwann mal, ne? Wir haben noch viel zu tun. Dann war ich bei der Sarah. Ja, Sarah. Ich wollte eigentlich nach den, ich weiß nicht, ob das bei anderen Filialen gibt. Keine Ahnung. Die haben mir gesagt, das gibt es in online. Sarah hat ihr Make-up oder Pflegeset, weiß ich nicht so genau. Ich habe danach geguckt, aber ja, da waren auch sehr schöne Sachen dabei. Aber ich wollte keine Klamotten kaufen, aber dann habe ich dieses schöne T-Shirt gesehen. Sieht so aus, kann man das sehen? Ja, ganz toll. Das war für
9,95 €. Na? Der Sarah, da sind sehr schöne Stücke dabei, zum Beispiel dieser Bläser. Und unten drunter ist ein bewegliches Kleid. Oder Rock geht auch. Ja, schwarz-weiß geht immer. Oh, hier zum Beispiel eine Gem Suite, voll glamourös, voll glänzend, klimper, klimper. Ja, Schuhen sind immer dabei, passende Schuhen. Ah, das gibt es auch in Shortform oder als Bläser separat, ne? Ja, die Farben sind sehr schön, also richtig lebendig, ne? Zum Beispiel dieser Grün. Ja, oh, diese rote Kleid oder diese rote Bluse. Also, das ist meins. Schreit nach mir, ne? Das ist wirklich eine sehr schöne Farbe. Also gehen wir mal weiter. Ah, da sehe ich einen Badeanzug. Voll sommerlich. Ja, aber ich bevorzuge halt Bikinis. Okay, was gibt's hier unten? Sportlich, elegant, ist allerlei dabei. Ja, es sieht nach Einzelstücke aus. Wer zuerst kommt, schnappt es halt, ne? Ja, was haben wir hier? Oh, eine Neon-Schlangenlederoptik. Aha, okay. Ja, das ist eine Schreie, ne? Ja. Weiß oder schwarz oder ist allerlei dabei hier. Also voll sommerlich, voll luftig, fluffig. Gelbe Pumps. Okay. Ja, ihr seht ja, es sieht nach Sommer aus. Die Farben. Also vor allem diese sonnenfarbene Kleid oder diese Bluse. Ja, dann 2 Tage danach waren wir bei uns, bei der Douglas. Ich wollte mal vorbeischauen, was alles da gibt. Und die wollen demnächst halt umräumen und umbauen halt, ne? Ich hoffe, dass es diese Sachen auch bei uns gibt. Falls Douglas bei uns zuschaut, irgendjemand, ne? Habe ich einmal Salicylsäure gekauft. Das kann man leider nicht lesen. Und dann habe ich Hyaluron gekauft. Also das sind zwei so Serum, so selbstgemachte Kosmetik. Zum Reinmischen ist es auch. Und ich werde das mal ausprobieren. Dann berichte ich euch, wie das ist. Dann hat sie mir zwei Pröbchen gegeben. Einmal, das ist von Klinik. Ich liebe Klinik. Eine Augenpflege. Moisture Surge Eye. Das ist auch ein Serum, denke ich. Probiere ich mal aus. Und dann das hier kenne ich. Auch von Klinik. Even Better Refresh. So eine Foundation. Das ist die Farbe Neutral. Ich habe das Beige halt, ne? Ich liebe diese Make-up und zeige ich euch irgendwann mal und würde ich euch sehr gerne empfehlen. Und dann habe ich bei Kolesium gesehen, Koleseum heißt es, das hier. Kleine Täschchen gekauft. Das war, ich muss mal überlegen, 50 Cent. Von 99 so 50 Cent runtergesetzt und dann haben sie für 25 Cent haben sie das gegeben halt, ne? Ja, und das hier ist Los Angeles steht da, so eine Kette. Ganz schick sieht es aus und ja, ich bräuchte eigentlich nicht viel. Ich bin da einfach vorbeigegangen und reingegangen. Und dann war ich bei Deichmann, das muss auch sein. Und dann habe ich diese schöne Sandalen gesehen. Das ist dies hier. Hat so Strasssteine, sieht man das überhaupt? So schöne Strasssteine an den Seiten. Und oben drüber ist es so ganz normal. Ich halte die Schuhe und Sandalen nie von unten her, weil hier unten ist es sehr dreckig, ne? Gerade bei Sommer ist es so eine Sandale schon schick genug, oder? Dann war ich bei der Primark, das muss ja sein, wenn man nach Frankfurt geht. Wir sind ja nicht jeden Tag dort,
Und dann hab ich das ausgenutzt. Ich bräuchte halt Taschen. Meine Taschen sind ja voll daneben. Dann habe ich diese schöne Tasche gesehen. Voll hübsch. Das sind so ganz tolle. Ja, von der Seite sieht es so aus. Und das ist so weiß. Hat so eine Tragegürtel. Kann man hier öffnen. Innen drin hat es viel Raum, sage ich mal. Hier so wie üblich halt Reißverschluss. Ja, und dann habe ich weiterhin Tasche gekauft, noch zwei Stück. Eine ist das. Die Farbe ist voll geil, sage ich mal. So echt schön, wirklich gefällt mir sehr gut. Innen drin so. Ich mag lieber mit so Tragegürtel. Hat so Detail. Und die Farbe hat mir richtig angetan halt, ne? Und dann habe ich diese schwarze Tasche gesehen. Das ist auch sehr schlicht, sehr schön. Schlicht ist es nicht so, aber schon ganz toll. Innen drin sieht es so aus. Alle drei kosteten, also die weiße ist 16 Euro, die zwei sind 10 Euro gewesen. Mit so Tragegürteln halt, ne? Ganz toll. Und dann habe ich so eine Haarklammer gekauft. So ganz toll, glänzend. So. Und dann habe ich diese Dreierkette gekauft. Moment, ich halte es verkehrt rum. So. Einmal so und einmal das und das. Das sind noch andere Muster und so. Schaut einfach mal vorbei. Und dann habe ich eine Gürtel gekauft. Ganz normale Gürtel, so. Für 3 Euro war das. Das ist echt zum Nachschmeißen. Und dann habe ich so Pinsel gekauft. Für Contouring. Gell, das ist für Contouring, genau. Dieser flache. Und dann habe ich so eine dreieckige. So wie Pyramide sieht es aus. Das ist ebenfalls halt so HD Kabuki steht da drauf. Und das ist auch so zum Contouring gedacht. Zwei ganz tolle Pinsel. Es blendet wieder. Sag ich mal so. Ja, und das war's von Primark. Also machen wir mal Schluss. Dann sage ich euch. Abonniert mich, ne? Abonnieren ist kostenlos, sage ich immer wieder mal. Gib mir ein Like. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dann wünsche ich euch schöne Zeit. Bleibt dabei. Bye, bye.